Ja, komm her. Da hinten ist einer und da ist auch einer. Das gefällt mir, ey. So, was ist mit euch da? Oh, guck mal, da ist so ein Grabeier. Und ein Flatterer ist auch hier. Wow, die haben aber Schaden gemacht, ey. Und Kohle. Oh, da ist wieder Diamantenstaub. Hä? Ach, das war der Leichnam. Das sind noch mehr Überreste. Ah, ich denke, wir gehen hier mal weiter, oder? Also wir haben hier noch nicht alles entdeckt. Hier geht es ja auch noch weiter. Hier ist auch noch ein entstellter Leichnam. Noch ein entstellter Leichnam. Und da ist ein Ghoul. Komm her. Was denn los? Ein bisschen kämpfen, hä? Nimm mal hier so ein Schweinefleisch mit, das können wir dann auch direkt futtern. So, damit wir ein bisschen mehr Vitalitätsregeneration haben. Unsere Axt ist weg, ey. Die haben wir nicht mehr wiedergekriegt. Na komm. Die haben wir aber sowieso nicht gebraucht. Wir benutzen entweder unsere Hauptwaffe oder wir benutzen... das Hexerschwert. Alles andere nehmen wir mal mit. War irgendwie noch nicht so wirklich wirksam. Al-Ghul, da haben wir ja noch mal einen. Oh, scheiße. Okay, der ist trotzdem gestorben. Macht er da voll die Hammer-Moves, ey. Skelett. Schwarzpulver. Ich hoffe, wir kriegen von den Al-Ghulen jetzt auch das, was wir brauchen. Wäre echt doof, wenn nicht. So, hier haben wir jetzt alles erkundet, ne? Ne, da waren wir noch in einem Ding nicht drin. Ja, diese Sicht ist irgendwie nur halb gut. Aber okay. Sie hilft uns zumindest ein bisschen. Wenigstens die Gegner sehen wir. Und wir haben da hinten so ein paar Lichtpunkte, die wir benutzen können. Aber finde ich echt geil, ey. Das sieht mal echt nice aus. Kann sich auch im Dunkeln sehen lassen, will ich mal so sagen. So, wir brauchen jetzt nur mal Wassermelone. Und wir brauchen so einen Antitox-Trank. So. Huch. Ach ja, man kann die auch so gut finden.
Machen wir den Rest jetzt noch ohne diesen Trank. Oder generell irgendeinen Trank. Hier sind ein paar Truhen. Alte Truhe, ein bisschen Kohle drin. Sarkophag, da kommt jetzt bestimmt was Krasses raus. Oh, Meteoriten! Runensteine. Ja! Und eine neue Waffe hier. Zack, können wir wieder reinpacken. Einfach nur nice to have und so. Da ist noch eine Truhe. Auch schön mit. Dann geht es noch ein Stückchen weiter. Aber die Truhe will ich da auch haben. Jetzt muss ich sie nur noch angeklickt bekommen. Da ist sie. Unbekannter Trank. Oh Gott. Unbekannter Trank. Ach, da sind Steinurne. Nierenfett. Und da ist nochmal Kohle. Gut, gehen wir mal ein Stück weiter hier. Ja, hier ist dein Ende. Schwefel. Okay. Und dann mal wieder zurück. Jetzt haben wir alles, ne? Ja. Das war ja mal richtig cool hier unten. Richtig geile Sachen wieder gefunden. Ich hoffe, wir finden bald mal wieder einen Schmied, dass wir dem ein paar Meteoritenerze geben können. Und dann auch hier so eine Waffenausbaustufe mal reinpacken und so. Das wäre schon geil. Und wir haben ganz viele Informationen wieder hier gefunden. Tränke sollten wir auch mal wieder brauen. Damit wir wieder ein paar Schwalbentränke kriegen und auch wieder Antitoxitränke. Solange wir da noch im Sumpf rumhantieren müssen, sind die vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Tempelbezirk. Go, go. Wollen wir mal hier unsere Obduktion machen. Komm mal her, Totengräber. Schubs dich erstmal. Was braucht ihr? Hier ist euer Schlüssel. Habt ihr etwas erfahren? Ich habe Raimunds Leichnam in der Gruft gefunden. Wie ist das möglich? Ich habe doch erst kürzlich mit ihm gesprochen. Jetzt bin ich mir sicher. Der Anführer der Salamander, ein Magier, der die Kunst der Illusion beherrscht, gibt sich als Raimund aus. Ach, krass. Aber jetzt haben wir gar nicht mit Shani noch darüber geredet, oder? Verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Kapitel jetzt gerade langsam zu Ende geht, aber will ich noch voll viele Sachen erledigen. Aber ich habe noch immer nicht diesen 10. blöden Obelisken. Moment, 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 Moment. Wie stand das da nochmal drin? Okay, gehen wir erstmal und reden mit den einzelnen Leuten hier. Ich habe aber, glaube ich, gerade eine richtig gute Idee, wie wir an den letzten Stein kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber es kann funktionieren. Und zwar ist meine Idee folgende. Da stand ja drin, dass wir per Zufall an den letzten kommen. Dass das eine Zufallsvariable ist. Und vielleicht will es ja der Zufall so, dass wir an den 10. Stein kommen, wenn wir die ersten 9 gefunden haben und eingesetzt haben. Das wär's doch. Also was darf's sein? Wollt ihr wissen? Ich weiß über Javed Bescheid.
Spuckt es aus. Yavet benutzt einen Illusionszauber, um sich als Raimund auszugeben. Der echte Detektiv ist tot. Dafür habe ich handfeste Beweise. Yavet kann in aller Ruhe seine Pläne verfolgen. Er wollte mich auf Vincent, Boxfleisch und Kalkstein hetzen. Zum Henker nochmal, was sagt man dazu? Ein bisschen länger und wir wären alle drauf reingefallen. Wie wollt ihr das Schwein erledigen? Ich muss ihn irgendwie schwächen. Ich weiß nur noch nicht wie. Redet mit den Männern, hinter denen er her ist. Sie wissen es vielleicht. Ich weiß über die Salamandra Bescheid. Gut. Ich komme wieder. Verdammt. Scheiße. Och, nicht fluchen. Jetzt habe ich dich doch gerade mit guten Nachrichten überhäuft. So, jetzt gehen wir noch eben zu Kalkstein. Oh, zückt er auf einmal seine Fackel da. Was soll das denn? Kalkstein, der Ashani ist aber, glaube ich, noch nicht spät genug, oder? Ach, jetzt kommt hier wieder der Wachhund. Wo geht ihr? Ich bin gekommen, um Ashani zu besuchen. Sitzt in ihrem Zimmer, empfängt Gäste und bezahlt so gut wie keine Miete. Aha. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal Essen für sie leisten. Und ich will ihr nicht geben, was diese Medizinerin isst. Davon wird sie vermutlich krank. Aha. Habt ihr Erbarmen mit dem Kätzchen? Ach komm, geben wir ihr mal 10. Hinauf! Aber... Hä? Was soll das denn hier? Mich beklauen oder was? Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht... Ich bin gekommen, um... Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Stimmt. Das weiß ich nicht. So, jetzt gib Ruhe, ey. Ja? Kann ich euch helfen? Ich würde euch gerne um einen Gefallen bitten. Ich bin ganz Ohr. Erinnert ihr euch an Rittersporn? Also, wir versuchen ein Treffen zu organisieren. Ein Treffen? Über die alten Zeiten reden, etwas trinken, aber... Nichts zu trinken? Ihr habt es erraten. Und ich will euch keinen billigen Fusel vorsetzen. Was braucht ihr? Kirschwodka für Rittersporn, Roséwein für mich und etwas für euch. Ich versuch's. Ja? Ich habe ein Problem. Ja? Ich brauche eure Hilfe bei einer Autopsie. Eine Autopsie? Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit so etwas? Seit ich gegen die Salamandra ermittle. Na gut, aber ich bin keine Pathologin. Ihr müsst aus unseren Funden selbst schlau werden. Wir treffen uns am Abend. Sammelt bis dahin so viele Hinweise wie möglich. Ich werde mich umsehen. Ihr müsst den Leichnam vom Totengräber holen. Wir treffen uns am Abend im Krankenhaus. Wir sehen uns später. Ja? Ashani. Ich wollte reden. Tut mir leid. Ganz komisch. Also wir sollen dann da lieber Bücher wälzen oder was? Und uns da schlau machen mit der Autopsie. Puh, was sollen wir da? Kirschenwasser oder was? Wodka und bla. Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt 5 Uhr. Ich glaube, das reicht für mich dann jetzt auch erstmal. Ich speichere jetzt noch eben genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es eine neue Folge von The Witcher gibt.
diese 3 Stunden Aufnahme sollte dann auch erstmal reichen. Und vielleicht nehme ich jetzt die Tage nochmal auf, weil ich wollte das Spiel jetzt ein bisschen schneller durchspielen. Damit ich damit 2 anfangen kann. Denn da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber wir sind ja gerade mal hier in Kapitel 2. Von, keine Ahnung, 4 oder 5 oder so. Und ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal raus und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder wie auch immer, wann ihr das auch immer schaut. Möchte euch nochmal herzlichst darauf hinweisen oder freundlich darauf hinweisen, dass wir ja auch eine Facebook-Seite haben, auf die ihr gerne zugreifen könnt. Dort verlinke ich auch ständig meine Videos und Steffi ihre auch und wir unsere gemeinsam natürlich auch. Falls ihr also keinen YouTube-Account habt und mit uns schreiben wollt, könnt ihr das über Facebook machen. Ihr habt auch Skype zur Möglichkeit oder die E-Mail oder sonstiges. Alles findet ihr auf dem Kanal. Da ist auch ein Upload-Plan und da ist auch eine Wunschliste, wenn ihr Spiele noch für mich habt oder für Steffi habt oder für uns beide zum Beispiel auch habt, könnt ihr dort auch noch Wünsche reinschreiben. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und sage dann jetzt damit endgültig bis morgen. Tschüss, macht's gut.